begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Seelenpartnerlegung. Wir gucken uns heute wieder die männliche Seite an. Ich ziehe jetzt erstmal eine Hauptenergie für die männliche Seite aus dem Tarot. Für dich, wenn du mit der Legung in Resonanz gehst. Und da haben wir den Wagen. Der Wagen steht für einen Aufbruch. Werden wir uns gleich näher angucken. Ich sage jetzt erstmal was zur Legung. Um diese Karte drumherum lege ich ein bestimmtes Legesystem, das deine emotionalen Dynamiken transparent macht und relativ stark differenziert, dass wir relativ gut sehen können, beziehungsweise du vielleicht auch ganz gut für dich zusammenfassen kannst und sehen kannst, wo du stehst. Ich werde erst das Legesystem auslegen, etwas zu den Positionen und Grundbedeutungen jeder Karte sagen und dann komme ich in die Deutung und ziehe dann noch die ein oder andere Lenormand-Karte dazu. Genau, und wenn wir das dann alles haben, ziehe ich noch eine Karte für die Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine Beziehungsenergie. Quatsch. Das ist immer gerade im falschen Legesystem. Nein, ich ziehe eine Karte für die Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Auf diese Karte, diese Beziehungsenergie, werde ich in der weiterführenden Legung eingehen. Ich werde in der weiterführenden Legung dann eine Seite für dich in der Beziehung legen, mit der das Bewusstsein prägenden, der emotionalen und der Heilungsebene, das Ganze für dein Gegenüber. Auch schauen, wie entwickelt sich die Beziehungsenergie potenziell weiter und eine Mini-Botschaft von der einen Seele an die andere ziehen. Den Link dazu findest du in der Infobox. In der Infobox findest du außerdem den Link zu den privaten Legungen, zu den Kanalmitgliedschaften, zur Reihe Tarot lernen und noch einige mehr. Schau da einfach gerne mal rein. So, und jetzt ziehe ich weiter, sag was zu der Karte, zieh weiter und du guckst, dass du in einen guten Kontakt zu dir kommst und einfach gut spüren kannst, ob das Ganze hier deins ist oder nicht. Der Wagen steht, wie gesagt, für einen Aufbruch. Jetzt gucken wir, welche Energie hinzukommt. Da haben wir das Rad des Schicksals, das ich irgendwann weiterdrehen möchte oder das sich weiterdreht. Dann kommen wir zu der Position, welcher Prozess ist gerade am akutesten bei dir. Da haben wir das Ass der Stäbe. Ass der Stäbe für die Chance auf einen Neustart in irgendeinem Aspekt, in irgendeiner Art und Weise. Kann größer sein, muss nicht so groß sein. In der Lebensenergie, das was mit Lebensenergie, Lebenswut, Lebensleidenschaft zu tun hat, welcher Prozess ist bei dir relativ durch, welcher Prozess war mal akut und was hat sich integriert, was ist jetzt hier am Rausziehen aus deinem Feld, da haben wir die 10 der Stäbe, stehen für Belastungen im Großen und Ganzen, dann haben wir die Position, was rückt so langsam immer mehr in dein Feld rein? Da haben wir die 2 der Schwerter. Für Zweifel können die stehen, für einen nicht ganz klar gucken können. Dann haben wir deine das Bewusstsein prägende mit den 9 der Stäben. 9 der Stäbe stehen dafür, dass man Sorge hat, erneut verletzt zu werden. Dann haben wir deine emotionale Ebene mit den 7 der Kelchen. Die 7 der Kelche für Wahlmöglichkeiten, also entweder steht es eher für einen Entscheidungsfindungsprozess, in dem du bist, oder der Entscheidungsfindungsprozess ist abgeschlossen und du weißt, wofür du dich entscheidest. Die Heilungsebene sind die 2 der Münzen, 2 der Münzen, 2 Welten, die bei dir im Leben sind oder irgendwie, ja, sagen wir mal 2 Welten, 2 große Lebenssituationen oder Lebenssituationen, die nicht auf Dauer nebeneinander koexistieren können, sondern die einfach irgendwann miteinander integriert werden wollen oder sich für eins entschieden werden will oder wie auch immer. Und dann haben wir deine potenzielle Weiterentwicklung, die 6 der Münzen, ein Geben und Nehmen, was im Einklang sein kann, aber nicht muss. So, dann würde ich mal sagen, wir fangen jetzt mit der Hauptenergie an. Der Wagen und das Rad des Schicksals. Ich spüre mich mal rein. Ich nehme mit dem Wagen eine Ruhe und Beständigkeit wahr.
Und ich habe das Gefühl, dass du weißt, was du tust und wofür du was tust, und dass es aber dir nicht so leicht fällt. Ich habe das Gefühl, dass du das Gefühl hast, wenn du den Schritt gehst oder was hier mit dem Wagen auch immer gemeint ist, dich in eine bestimmte Richtung wirklich weiter bewegst und dieses Wirkliche ist so spürbar darunter, dann greifen große Zahnräder deiner Welt wahrscheinlich anders ineinander. Und du weißt auch nicht, wie bestimmte Leute reagieren oder wie Reaktionen sind. Ich habe das Gefühl, du stehst an so einer wirklich heftigen Schwelle zu irgendwas. Ich ziehe auch gleich noch zu dem mittleren Teil zwei Lenormand-Karten, aber ich gucke erstmal ins Rad des Schicksals rein. Ja, es will sich, die Zahnräder deiner Welt wollen sich ein Stück, wollen sich, also es wollen quasi etwas andere Zahnräder als bis jetzt in bestimmten Aspekten oder in einem bestimmten Aspekt anders ineinander greifen. Das Rad des Schicksals sagt auch, es ist etwas anders. Es möchte etwas anders werden. Das andere ist einfach dran und das ist halt anders, weil du bis jetzt noch was anderes gemacht hast. Eigentlich ist das was, was dir sehr entspricht. Das ist mein Gefühl. Wir haben den Park. Der Park kann für ein Treffen stehen, der kann aber auch dafür stehen, Freunde, Verwandte, Bekannte, das Umfeld oder wie man eben den Kontakt zu jemandem wahrnimmt. Und dann haben wir den Kompass für die Neuausrichtung. Ja, das ist spannend. Ich nehme hier den Park als das wahr, wer du bist. Mit deinen Beziehungen, also Beziehungen auch nicht nur in eine Richtung, sondern hier ist der Fokus schon stark auf insgesamt ändert sich was. Du gehst deinen Weg anders, auch der Kompass. Da geht der Weg in eine andere Richtung weiter. Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie 97% deiner Beziehungen kappen musst. Aber du bist für dich aufgestellt. Der Park steht, er hat was mit Beziehungen zu tun, aber der steht eigentlich für dich. Dich mit deinem ganzen Umfeld, was in eine andere Richtung schifft. So fühlt sich das an. So, das ist erstmal die Hauptenergie. Jetzt kommen wir erstmal zum akuten Prozess. Da haben wir das Ass der Stäbe. Momentan akuten Prozess. Ist überall fast eine Melancholie mit drüber. Bei dem Wagen, also Melancholie ist auch nicht ganz richtig ausgedrückt, weil wir hier nicht irgendwie was haben, was schwermütig ist. Aber doch auch eine Schwere mit sich bringt. Eine Schwere, weil da eine Ernsthaftigkeit bei ist, bei der klar ist, das ist jetzt nicht irgendein Pillepalle-Ding, sondern hier ist wirklich, oh, ich spüre mich, ich bin berührt von dem, was ich mache, ich merke die Tiefe der Dinge, es ist sehr viel Tiefe mit drin und das berührt dich sehr und das nimmt dich emotional, glaube ich, auch mit. Das ist mein Gefühl. Was hier möglich ist, ich ziehe zu dem Ast der Stäbe auch nochmal zwei Karten mit dem Ast der Stäbe. Auch was Neues, was kommt. Hier ist ja auch so dieses eine Neuausrichtung, ein Wumm. Es soll auch mal in eine bestimmte Richtung dann nicht nur darüber geredet oder nachgedacht oder sich prozessiert werden, sondern da ist dann mal so ein Schritt auch irgendwann, ne? So. Wir haben hier die Fische, können für Gefühle stehen. Da kann aber auch eine Person mit hinterstehen, die einem sehr wichtig ist. Und dann haben wir den Brunnen. Für Hoffnung kann der stehen oder einfach auch für Gefühle, die an die Oberfläche geholt werden oder was, was sichtbar gemacht wird. Warte mal.
ist auf jeden Fall was, ich muss noch mal in die Fische reinspüren. Mit dem Brunnen ist auf jeden Fall was, wo du sagst, das ist da und es ist auch einfach da. Ich möchte das nicht mehr wegreden, ich möchte dies nicht, ich möchte das nicht, sondern die Dinge sind, wie sie sind. Die Fische. Für mich deine Liebe. Es ist das und da ist eine andere Person mit drin. Ne, und in den Seelenpartnerschaften geht das ja auch Stück für Stück, dass man also erstmal das Ganze ja auch begreifen muss, verarbeiten muss, für sich auch irgendwie gucken muss, was ist denn das jetzt hier eigentlich für eine Beziehung? Ne? Die ist ja irgendwie anders. Und da so einen enormen Wandlungsprozess mitmacht, wo immer mal so eine Stufen sind wie jetzt auch. Das kann ganz viel in deinem Leben bewirken, was du jetzt tust. Ich muss einfach nochmal dazu sagen, weil ich das wichtig finde, dass man nicht mit jeder Legung immer gleich die Hoffnung kriegt, morgen ist jetzt wirklich auch, sind wir alle zusammen. Ne? Das ist nicht gut. Das ist für mich auch toxisch. Davon auszugehen, Seelenpartnerschaften sind ein langer Prozess. Ich mache die Legung ja auch nicht umsonst, ne, sondern die sollen ja auch helfen, mit durchzutragen. Das ist nichts, was in einem halben Jahr durch ist. Ganz einfache Kiste, da hat man angefangen, ne, und da findet man sich ein, aber das ist wirklich was Längerfristiges. Das muss ich jetzt einfach nochmal dazu sagen, weil das, was hier liegt, jetzt wieder stark Hoffnung machen kann. Hey, okay, morgen geht's los, weil es wird ja jetzt der Schritt gemacht. Ja, und das kann auch sein, dass es morgen losgeht. Das kann ein ganz fundamentaler Schritt sein, der hier gemacht wird. Aber immer im Hinterkopf haben, es muss es nicht sein. Dass sich das im Außen, was hier für Schritte gemacht werden, gleich zeigt. So, ne, kann sich auch in 3 Monaten zeigen. Oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, das musste ich jetzt nochmal dazu sagen, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir hier, dass es deine Gefühle eigentlich zu deinem Gegenüber sind, den du sehr viel Raum gibst und wo du auch das Gefühl hast, ich möchte das auch und ich möchte damit auch nicht hinterm Berg halten. Ja? Okay, so. Dann haben wir die 10 der Stäbe, die Dynamik, die so quasi relativ durchprozessiert ist, die so langsam aus deinem Feld rauszieht. Einen Moment. Ich habe das Gefühl, die 10 der Stäbe waren eine Lebenssituation, von der du wusstest, dass sie dich belastet. Das hast du, glaube ich, nicht immer gewusst, aber ich glaube, das ist dir schon irgendwann klar geworden. So fühlt sich das auf jeden Fall an oder immer klarer geworden. Und du hast sie aber auch lange, glaube ich, ganz gerne gehabt. Also ganz gern. Ja, doch irgendwie schon. Also es hat ja auch was gegeben. Du hast da was mitgetragen, was auch deine Identität mit ausgemacht hat. Das ist jedenfalls mein Gefühl. Und hast aber für dich merken können, dass das irgendwie nicht alles ist. Ich ziehe auch mal 2 Karten dazu. Wir haben hier den Reiter für in die Dynamik kommen, für in Bewegung gehen. Und dann haben wir den Berg für Hindernisse. Ja, und dieses in eine Dynamik kommen, die vielleicht auch mit deinem Gegenüber mehr angezeigt ist. Das war nicht möglich, weil du noch dieses getragen hast, was du auch lange gerne getragen hast, weil du dich auch ein Stück weit, ich glaube, vielleicht sogar relativ stark auch darüber identifiziert hast.
Vielleicht auch stolz darauf warst, was du alles schaffst und was du alles machen kannst. Aber eigentlich war es ein Berg und die 10 der Stäbe, eine große Belastung, ne, die dich daran gehindert hat, in anderen Dingen wirklich weiterzukommen. Das ist mein Gefühl. So, jetzt, aber das ist ja schön, dass das hier schon relativ irgendwie auch durch ist. Und jetzt kommen wir zur Energie, die so langsam immer präsenter wird und irgendwann auch an der Position steht, sich ganz akut zu zeigen wahrscheinlich, die 2 der Schwerter. Die 2 der Schwerter sind nicht mehr nötig. Du darfst die Augenbinde abnehmen und die 2 der Schwerter waren wahrscheinlich hier nötig, weil du gegebenenfalls da viel nicht sehen wolltest, weil das etwas in Frage gestellt hätte, wo du viel Energie und Herzblut reingesteckt hast. Und sowas in Frage zu stellen, das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben hier das Kind für einen inneren Kindanteil, Neubeginn oder ein echtes Kind. Und die positiven Veränderungen ist für mich der Neubeginn. Es ist, ist für mich dieser Schritt, der hier noch Schwere mit sich bringt, ein Stück weit, ne? Ein bisschen Trauer, Melancholie, dieses, und jetzt geht es richtig irgendwie weiter, der ist hier geschafft mit dem Kind. Das ist mein Gefühl. Da hast du diesen Schritt geschafft. Und es kann sich alles entfalten. Und du kannst die Schwerter vor den Augen wegnehmen, die Augenbinde wegnehmen, die du vielleicht vorher noch mal irgendwann vor den Augen hattest. So, dann haben wir deine das Bewusstsein prägende Ebene mit den 9 der Stäben. Oh, ich habe das Gefühl, dass du dir das eher akut anguckst, und akut merkst, dass du in diesem Zustand bist, 9 der Stäbe. Vielleicht dir auch Fragen kommen, wovor habe ich eigentlich Angst? Was macht mich so unsicher? Weil der sich eigentlich sehr optimistisch anfühlt. Und so dieses Gefühl, mal was ablegen zu können. Eigentlich eher diesen Zustand ablegen zu können. Wir haben einmal die Würfel für Situationen oder für sich einlassen auf das Leben, was man eben auch nicht kontrollieren kann. Und den Fuchs, der mit Ratio vorgeht und die Würfel wahrscheinlich mal kontrollieren wollte. Und vielleicht auch immer noch ein Stück will. Wir gucken mal. Ja, du verlierst die Angst vor dem Leben. Ne? Das ist auch der. Die Würfel sind hier sehr. Sie stehen immer für Lebendigkeit. Ne? Die kannst du nicht kontrollieren. Du kannst da keinen Ausgang manipulieren, wie die fallen. Ich weiß nicht, ob das irgendein Zauberer mit einem Trick kann, aber also wir können das jetzt so nicht. Also. Ja, es gibt energetische Gesetze und so weiter, aber wir reden jetzt mal von dem, dass man das jetzt hier als Otto normal erstmal denkt, man kann das nicht. Da kann das auch nicht. Sondern, und das hier ist für mich sehr groß. Die Würfel sind für mich sehr groß. Und der Fuchs erkennt die Würfel besser. Der Fuchs, der das hier kontrolliert hat, fängt an, sich damit anzufreunden und zu erkennen, auch die sind ja gar nicht so schlimm. Ne? Dieses Reinwerfen ins Leben, in die Lebendigkeit, in ja, sich trauen, sich dem Leben zu stellen. Die emotionale Ebene mit den 7 der Kelchen. Ja, da gibt es eine ganz klare Entschiedenheit, da gibt es eine ganz klare Entschlossenheit. Das ist kein Entscheidungsfindungsprozess hier. Ist eine Entscheidung ganz, ganz klar. Hier gibt es eine innere Ausrichtung, Aufstellung ganz, ganz klar. Wir haben hier das Kreuz, kann für den Weg stehen, den man für sich erkennt, aber auch mal Belastung. Und dann haben wir den Baum für Wachstum, Heilung, Stabilität. Nein, das ist dein Weg, ne? Und das ist dein Weg, der immer weiter wachsen will. Und ich nehme das
noch ein bisschen jungfräulich war, das Kreuz. Das ist etwas, was du eigentlich was ganz Großes, aber was gerade noch noch tatsächlich weiter sich weiter im Leben ausformulieren will, weiter wachsen will. Dem du auch viel Raum geben willst, diesem Weg, den du spürst. Ja. Dann einmal auf der Heilungsebene die 2 der Münzen. Die 2 der Münzen ist ein Kontrollieren der Dinge. Du hast es in der Hand, also kann es ja nicht schief gehen. Ja, also dann lebt aber auch nichts. Ne? Und du hast es in der Hand, dann kann ja nichts schief gehen. Ist Kontrolle ohne Ende. Das hat mit Lebendigkeit gar nichts zu tun. Da darf nämlich auch keiner in Wirklichkeit so sein, wie er möchte. Weil das dann ja nicht mehr in das Bild passt, was du von der Welt halten wolltest. Ist jetzt sehr schwarz-weiß gesagt, ne? Aber das wird auch bei dem einen von euch weniger so stark sein, beim anderen vielleicht sehr dolle. Aber das hier ist ein Grundmuster. Ne? Und das ist auf der Heilungsebene. Jetzt die Position potenzielle Weiterentwicklung, die 6 der Münzen. Und mit den 6 der Münzen ist es ein Erkennen, dass du das nie wirklich in der Hand hattest, wie jemand anders funktioniert. Und auch eine Erleichterung, den anderen quasi für sich selbst zu entlassen. Ja, so, eine Karte aus dem Tarot für die Energie, die Beziehungsenergie zwischen dir und deinem Gegenüber. Da haben wir die 6 der Stäbe, die sprechen von Erfolg. Die werde ich mir in der weiterführenden Legung angucken. Eine Seite für dich ziehen, eine für dein Gegenüber. Schauen, wie geht es potenziell weiter. Eine Mini-Botschaft von der einen Seele an die andere. Link ist in der Infobox. Freue mich sehr, dass du da warst. Lass mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da und auch ein Abo, wenn du noch nicht hast. Das unterstützt den Kanal immer sehr. Und dann würde ich sagen, bis wie immer, entweder gleich oder hoffentlich bald.